Ich glaube, das ist nicht verkehrt, einfach mal zu allen Hütten zu fahren, zu gucken und dann alles Offensichtliche aufzusammeln. So, wir wollen mal ganz kurz in die, auf die Karte. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind jetzt hier unten und wollen ins nächste Haus. Das heißt also, ich fahre jetzt diese Straße hier weiter. Und die Höhle lasse ich erst nochmal links liegen, da brauche ich erst einen Mantel oder sowas. Und ja, ich guck mal. Ich fahre dann weiter und dann zu meinem Rechts, alles klar. Also schon unheimlich, wenn man der Einzige ist, der... Na gut, der Opa ist noch da. Aber, ach ja genau, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube ja, dass wir... So, jetzt muss ich hier nach rechts und dann nach links. Ich glaube ja, dass wir im Gemischtwarenladen tatsächlich den Schnaps finden können. Ui. Eine Schatzkarte. Okay. Liebe Marie, möge die Schatzsuche beginnen. Ich habe überall im Dorf tolle Sachen versteckt, die du finden kannst, wenn du meinen Hinweisen folgst. Hier hast du die erste Karte. Die Suche beginnt bei unserem Haus. Du bist so klug, dass du sicher alles finden wirst. Haha, Martin. Ja gut, ich fahre jetzt erstmal zum Haus. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, tatsächlich, dass dieser Anhänger ein Umhänge-Anhänger ist und nicht ein Anhänger für Autos. Aber der Blutwursch hat natürlich vollkommen recht. Ich glaube, es war Blutwursch oder Ballrock, ich weiß es nicht. Dass da auch ein Anhänger stand. Also ein richtiger Anhänger. Oh, jetzt bin ich schon zu weit gefahren. Ein richtiger Anhänger. Da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz zurückgucken, ob da hinten tatsächlich irgendwelche Zahlen eingraviert sind. Weil wenn ja, dann könnten wir den Safe öffnen und immerhin die Erpresserbriefe von Hamilton irgendwie finden. Mal gucken. Das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Sollen das Zahlen sein? 790 steht hier. 79 und 0. Dann ist es tatsächlich dieser Anhänger hier. 790. Ich glaube, es ist 790. Ja, so, dann gucke ich da natürlich jetzt nochmal. Ah, Ballrocker, da war das. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, nicht mehr lange. Da sind wir doch schon wieder im Warmen. Ist das warm. So, also, das heißt, Safe öffnen. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Moment mal. Wieso kann ich denn jetzt nicht nochmal... Okay. Wieso geht denn der immer sofort wieder zu dem nächsten hier hin? 790. Es hieß doch, dass das die ersten zwei sind. Die ersten zwei Buchstaben. Bertrand Lachance. Also entweder BE oder BL. Aber L gibt's überhaupt gar nicht. Nehmen wir mal 09. Das war doch 790, oder? Achso, nee, warte mal, ich muss in die Notizen gucken wahrscheinlich. Dokumente. Boah, sind hier viele Sachen schon da. Coole Theorie, Brief an Jill, Brief an Jill.
Nein. Giselles Tagebuch. So. Die Initialen seines Vaters. Initialen. Da steht da eindeutig nicht... Also, Initialen noch BL. Gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers eingravieren musste. Wer außer Gilles kann sich bitte die drei simple Ziffern nicht merken? Wieso kann ich da nicht 2 eingeben? Ich will da 2 eingeben. Ich kann hier nur einen Buchstaben eingeben, aber die Initialen... wahrscheinlich wird es dann der Initial sein. Huch, jetzt habe ich sogar gewechselt, ohne dass ich irgendwas eingegeben habe. Das ist ja auch total strange. 190, das könnte auch sein, ja. Aber jetzt bestätigt sich die Sache hier nicht mehr. Und dann gebe ich mal 1. Was macht der denn? B. 1. 9. 0. Auch nicht. Statt einer 0 vielleicht eine 6. Also B, jetzt werden wir das alles ausprobieren. Achso, nee, shit. Nee, das war's nicht. Normal. B. 7. 6. 9. Und jetzt noch B. 1, 6, 9. 1. 6, 9. Alter! Ja, die war auch nicht auf der Rückseite. Da hat Cerneon recht. Die Nummer war nicht auf der Rückseite. Vielleicht ist das auch gar nicht sein Anhänger. Vielleicht ist das Manuel Neuer. So. Für mich ist das hier die Rückseite. Oder ist das hier die Rückseite? Wie kommt man denn da jetzt hin? Kann nichts sehen. Seht ihr hier eine Zahl? Ich sehe hier keine Zahl. Für mich ist das 790. Habe ich vielleicht 709 eingegeben? Die Rückseite ist der Teil, der am Boden liegt. Ja, aber da ist auch nichts. Mit Kamera vielleicht? Okay. Dann gucken wir nochmal mit Kamera da durch. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt. Ausrüstung, Kamera. Ich versuche jetzt nochmal 790. Guck mal. Meine Fußstapfen schweben in der Luft. Sehr schön. So, Bertrand ist ja eindeutig, dass das B ist eigentlich. Da können wir, glaube ich, streiten wir uns nicht drum, oder? 7, 9, 0. Nee, den Anhänger kann ich nicht anhängen. Ich glaube, ja, es handelt sich um eine Kette. Das war auch mein erster Gedanke, dass es um eine Kette sich handelt und nicht um ein Auto tatsächlich. Aber der Einwand war durchaus berechtigt, wenn da so ein Anhänger davor steht und dann auch noch 3 Ziffern da drauf sind. Also das natürlich auch.
Captain Clincher hat Drillinge bekommen. Vielen Dank. Ja, wie auch immer, das lasse ich jetzt erstmal aus und wir gehen jetzt mal ins andere aus. Rums, nicht mein Auto, ist gemietet. So, wir gehen jetzt erstmal zum anderen Haus und gucken uns dort so ein bisschen um. Also auf jeden Fall ein Spiel, wo man echt ganz gut rätseln muss. Wow, das hätte beinahe dem Briefkasten zu Verhängnis werden können hier, meine Manövrierfähigkeiten. So, Haus der Familie Bedar. Da sind gleich direkt zwei. Höre ich da jemanden? Hallo? Jemand zu Hause? What was even the point of locking your door? Yeah, if everyone had their key in the same place. Carl was starting to feel like his investigator life lacked challenge. The house smelled like incense. The kind that reminds you of the good Lord, of peace. Hier ist bestimmt nicht peaceful. Da ist kein Kleingeld zu finden. Fernseher ist auch aus und wir machen mal wieder Feuer. Zack. Oh. Genug zu essen für harte Tage. Also wenn ich mal Hunger habe, dann gehe ich hier hin. Das ist das bisher hübscheste und beste Haus. Hallo? Warte mal, hier sind noch... Steaks. Also sowas von. Was war denn hier? Marie Bédard. Le cargo avec... Was? Flames de fer profondément irgendwas. 100% bravo. Sehr schön. So. Gucken wir hier nochmal nach Anzündern. Polaroid-Film. Auch braun. Faden und... Nadel und Faden. Faden anbringen. Magnet. Ein Magnet am Faden. Ach was. Damit können wir bestimmt irgendwann mal was aus irgendeinem Bereich herausholen oder so. Irgendeinem Loch oder sowas. Irgendwas Metallisches eventuell. So, dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Ach, da geht's einfach raus. Die Tür ist auch offen. Wir haben ja echt... Paul 6, appearing papal. His crooked fingers gave the impression he was about to bestow a miracle. Der Fernseher ist auf der anderen Seite, ja. Da hat er nicht Unrecht. Oh, guck mal, das hab ich, das fand ich im Frühjahr voll cool. Interessante Sonne. Ja, die Sonne ist da nicht unbedingt interessant. Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Ah, vielleicht liegt es daran. Die Leute waren hier nicht religiös genug. Streiche dann immer auch mit. So. Wow, scary. Okay. Okay. Who knew that giraffes thrived in the North Pole? The craze for toys was stupefying. Love of religion and ancestors was rooted deep inside the hearts of Canadians of old, to which the Bedards appeared to be closely related. Cool. Aber nichts für uns. Kann die Tür hier nochmal wieder zumachen? Nee, kann man nicht. So. Windeln. Hier nicht auch noch ein Lichtschalter irgendwo? The family's mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. The empty cradle sent an eerie feeling down Carl's spine. As if minutes ago someone just grabbed the baby and made a run for it. Gott, ist das hier dunkel, ey. Düster. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy.
Was? Wir haben gerade eben ein anderes Tagebuch von der anderen Frau Carl gelesen. Wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Komm schon. Was ist hier für eine falsche... Ah, Licht. Da ist Kleingeld, endlich. Jemand zahlt uns. So, was haben wir hier noch? Traumfänger? Dreamcatchers originated from First Nations legends. They were used to trap nightmares. Wenn man hier in der Nähe ist, da hört man so einen hohen Ton. Es ist schon unheimlich, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, dass gleich irgendjemand einen anspringt. Frau Felucci oder so ähnlich. Kinderzimmer. Hier haben wir mal gar nichts. Histoire, secondaire deux. Ah, hier haben wir nochmal Licht. Ah, Maries Tagebuch, das ist schon, das ist okay. Jean Bedard had without a doubt been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. Maries Tagebuch, 16. August. Ich führe ein Tagebuch genauso wie Mama. Aber ich mache kein langes Gesicht, wenn ich was aufschreibe, denn ich schreibe gerne über meine Gedanken und am liebsten über Martin. Ich liebe es, über ihn zu sprechen und ich glaube, er liebt mich auch, wie in Romeo und Julia. Will aber niemand, dass ich mich mit ihm abgebe, nur weil er ein Bläh ist. Aber genauso wie in Romeo und Julia wird auch unserer wahren Liebe nichts im Wege stehen können. Ich habe keine Ahnung, wie alt Marie ist. Sekundär ist doch zweite Klasse oder sowas. 18. August. Ich habe keinen Appetit mehr. Kann nicht mehr schlafen. Und in jeder wachen Stunde wird mein Körper von starken Zitteranfällen heimgesucht. Papa bringt mich zu Dr. Beaupré. Er fasst mich mit seinen Wurstfingern überall an. Von seinem Mundgeruch ganz zu schweigen. Ekelhaft. Ich bin noch nicht krank. Ich bin verliebt. Ich liebe Martin so sehr. Nichts mag ich so sehr, wie mir vorzustellen, wie wir miteinander spielen. Was wir ja auch immer tun. Ob er wohl den Schlüssel wieder hat, den ich vor ein paar Tagen fallen gelassen hatte? Das hatte ihn ziemlich traurig gemacht, denn es war der Schlüssel zur Gartenlaube von seinem Vater. Und Martin fürchtet sich immer vor seinem Vater. Ich glaube, Martins Vater ist ein bisschen so wie Papas Gott. Der Schlüssel ist in einen Graben neben der Laube gefallen. Armer Martin, er hat geheult wie ein Kind. Aber ich liebe ihn trotzdem. Ich frage mich echt, wie alt Marie ist. Das ist doch ein sehr... Die Interpretation dieses Tagebuchs ist doch sehr anders. Je nachdem, was für ein Alter das Kind hat. 24. August. Mama weint oft, wenn sie sich einsam fühlt. Ich glaube, sie hat keinen Grund zum Weinen. Mama kann sich manchmal richtig blöd anstellen. Sauber. Papa muss viel arbeiten, weil dieser reiche Mann hier alles aufkauft. Das machen Notare nun mal. Sie sorgen dafür, dass die Leute das bekommen, wofür sie bezahlen. Es ist etwas komplizierter, aber so hat Papa mir seine Arbeit erklärt. Der reiche Kerl ist nicht so schlimm, wie Martin meinte. Als ich ihn heute Morgen in Papas Büro gesehen habe, hat er mir gesagt, dass ich ihn Onkel Willi nennen soll. Das fand ich ganz lustig. Und er hat mir Süßigkeiten gegeben. Gut, ein bisschen alt und vertrocknet, aber dennoch Süßigkeiten. Ich glaube, Onkel Willi und Papa kommen gut miteinander aus. Denn wenn sie zusammen sind, lacht Papa genauso, wie er auch lacht, wenn er sich mit dem Pfarrer unterhält. 22. September. Ich musste das schreckliche Medikament von Dr. Beaupré runterschlucken. Denn sonst hätte ich nicht bis Weihnachten überlebt, hat er zumindest gesagt. Martin habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. In der Schule war ich auch schon lange nicht mehr. Papa betet schon seit einer ganzen Weile jeden Morgen und auch jeden Abend an meinem Bett. Heute ist er mit Onkel Willi jagen gegangen und hat mich aufgefordert, zu Gott zu beten, dass er ihn segnen soll. Ich glaube, es hat mit dieser Medizin zu tun, die sich nur die Reichsten der Reichen leisten können. Papa hat mir gesagt, dass er bis zu seinem Tod für Onkel Willi beten wird und dass ich das auch tun soll. Meine Güte, er ist der Pfarrer und jetzt Onkel Willi. Ich frage mich, wann Papa wohl für den Weihnachtsmann beten wird. 28. September. Wie kann Mama nur so dumm sein? Und immer fetter wird sie auch noch. Alter, das ist ein
Traumkind, hör mal. Sie heult die ganze Zeit herum wie ein kleines Kind. Das geht mir so auf die Nerven. Ich bin heute Martin begegnet. Er hat ziemlich dünn ausgesehen und auch irgendwie dreckig. Er sieht auf jeden Fall nicht so fein und gut aus wie Onkel Willi, das kann man wohl sagen. Das war's. Schönes Tagebuch, muss ich ja sagen. Großartig. Charmantes Kind. Definitiv. So, aber jetzt wissen wir auch immerhin, wofür wir den Magneten brauchen werden, nämlich um den Schlüssel zu holen aus der Gartenlaube. Die Frage, ob diese Gartenlaube hier ist oder in dem Haus von Martin. Und ich befürchte oder ich glaube mal, dass es das Haus von Martin ist. Wir haben ja hier noch irgendwas, so eine Art Garage oder so. Mal gucken, ob das auch irgendwie aufgeht. Mhm. Okay. Gucken wir uns hier auch noch mal ein bisschen um. Ah, Licht. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. Könnte das etwa unser Alkohol sein? Eine Flasche Bier. Na gut. Da musste wohl jemand seine Sünden verbergen, ja. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass es der Schnaps ist, den wir brauchen für den Alten, aber Plöppel! Da ist er wieder! Plöppel! Ah, ein Benzinkanister! Ein leerer Benzinkanister! Lalalala. Wir haben einen leeren Benzinkanister. War also doch eine richtige Entscheidung, einfach mal ein bisschen weiter zu gehen und zu suchen. So. Und noch einmal ganz kurz hier so ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Ost-Atami-Beck. Was ist das denn hier? Ein Baumstamm. Okay. Sind das hier Beete? Carl smiled at the sight of the nicely protected garden. Hopefully, the Bedards had managed to dig every last potato out before the sudden snowfall. Ah. Jetzt gucken wir nochmal hier hinter das Haus. Aber auch hier befürchtet. Aha. Guckt mal an, hier sind wieder Wolfsspuren. Laufen mal so ein bisschen in die Richtung, vielleicht finden wir ja irgendwas. Oh. Die Seabugs steht zum ersten Mal der äußerst anmutig gefilmt. Vielen Dank! Vielen Dank, vielen Dank! Ich lauf eigentlich zu weit. More materials were needed to stir up the flames. Hier kein Holz. Jetzt habe ich einmal kein Holz dabei, ja. Und hab das Nachsehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier einfach weiter kann oder beziehungsweise ob diese Punkte hier da sind, um ein Weitergehen zu ermöglichen, auch ohne extra Mantel oder so. Ich laufe jetzt mal wieder zurück und nehme Holz mit. Hast du vielleicht Holz, das ich mit aufsammeln kann? Ne, das sind Steine. Dammit. So, die andere Möglichkeit ist natürlich, zu dieser Gartenlaube zu fahren. Oder mit dem Benzin könnten wir jetzt auch das andere Ding auffüllen. Aber ich glaube, das langt alles noch nicht. Da müssen wir noch weiter. So. Gehen wir nochmal kurz das Holz holen. Gab es hier nicht noch Holz? Das ist etwa das erste Haus, wo es kein Holz gibt. Scheint echt so, ne?
Das Holz irgendwie übersehen? War das hier drin oder war das hier an der Seite? Original kein Holz da. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Frage mich, ob man jetzt das Tagebuch der Mutter lesen kann. Das sollen wir natürlich mal direkt ausprobieren. Das wäre natürlich interessant. Tatsächlich, du hast recht. The Bedards had vacated the premises. Carl gathered they would be of no help. Sylvies Tagebuch. Mathematik war nie Jean-Lucs Stärke. Er wird niemals merken, dass er einfach nicht der Vater des Kindes sein kann, das ich in mir trage. Aber kann ich da ganz sicher sein? Ich muss das alles geheim halten, bis die Zeit reif ist und alles sicher ist. 16. August 1970. Dr. Beaupré hat gesagt, dass man meinen Bauch schon bald bemerken wird und ich meine Schwangerschaft nicht für immer geheim halten kann. Ich müsse meinen Mut zusammenkratzen, hat er gesagt, auf seine übliche, überhebliche Art. Mut für das, was bevorsteht. Aber er versteht es einfach nicht. Er meint, dass das nur ein dummer Seitensprung war. Er kapiert nicht, dass ich ewige Verdammnis über mich gebracht habe. September 1970. Marie ist sehr krank und Jean-Luc verzweifelt schier. Ich habe ihm nichts über das Böse erzählt, das in mir heranwächst. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er mich durchschaut. Meine Marie leidet und ich bin schuld daran. Ach, Grundgütiger, warum müssen die Kinder für die Sünden ihrer Eltern büßen? September 1970. Marie geht es wieder gut, aber es ist jetzt etwas sehr Bedrückendes an ihr. Sie wirkt immer so traurig. Vielleicht hat sie ja einen Eindruck davon gewonnen, was der Tod bedeutet. Und wenn sie jetzt wegen mir ein unglückliches Kind ist? Vor 2 Tagen hat Jean-Luc mit mir geschlafen. Wenn das Baby durchkommt, könnte Dr. Beaupré ihn doch vielleicht davon überzeugen, dass es eine Frühgeburt ist, oder? Das ist der einzige Ausweg für mich. Oktober 1970. Wir fahren morgen zum Lac Saint-Jean und statten Jean-Lucs Mutter einen Besuch ab. Ach, ich brauche das. Die Situation ist mittlerweile unhaltbar und wir befürchten das Schlimmste. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Alter Schwede, ey. Da tun sich mal wieder Abgründe auf. Diesen religiösen... Ach, guck mal an hier. The cookie-cutter Catholic family, most likely attending church every Sunday. Sylvie, der Vater. Und 3 Kinder. Ich kenne aber nur 2. Wahrscheinlich nur 1 von denen von... Also, die Tochter Marie. Ich glaube, mehr hatten die nicht. Wo sind denn jetzt hier die verdammten Hölzer eigentlich? Die gibt's doch hier immer. In irgendeinem Haus hat die Häuser haben immer irgendwo Hölzer versteckt und ich finde sie nicht.